Hi und willkommen zurück. Wir sind jetzt gerade in einem Schrein. Hier wieder dasselbe, ja, ist dasselbe. Also wieder Stasis und ich glaube dieses Mal vielleicht zwei. Ich hoffe natürlich, ich kriege jetzt hier eine Ersatzkugel. Nein. Habe ich es jetzt gefailt? Ne, da kommt eine. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, da brauche ich jetzt zwei Stück. Oh Gott, läuft die langsam. Zwei Schüsse vielleicht? Ah, nicht mehr. Eins. Zwei. Ich hoffe, das ist, war jetzt nicht zu viel. Das war ernsthaft zu viel? Das ist doch deutlich weiter weg, oder? Ich habe auch gar nicht gesehen, wo die Kugel jetzt runtergegangen ist. Hä? Hey? Oh nein, daneben geschossen. Jetzt mal genau hinschauen, wo sie hinfliegt. Okay, zwei sind vielleicht doch zu viel. Vielleicht reicht doch ein Pfeil. Habe ich es doch ein bisschen übernommen. Na komm schon, neue Kugel. Gib mir Kugel. Na komm schon. Ich hoffe, das reicht jetzt. Das Einpaar reicht. Ich hätte gedacht, das reicht von der Distanz nicht. Komisch, vielleicht Tatsache. War doch simpler als gedacht. Kann ich das als Kugel benutzen? Nicht ganz. Nein! Ich hatte jetzt wirklich die Hoffnung, ich könnte es irgendwie als einen Trick benutzen. Das funktioniert nicht so ganz. Nein! Oh Gott. Ist da tatsächlich ein Lokal drin? Ah, okay. Die Steine blocken das. Dann ist es gar nicht so schlimm. Muss ich nur warten, bis wieder was kommt. Ein bisschen da. Ein bisschen Leerlauf. Jetzt. Nein, schneller. Ich glaube, ich warte lieber auf den Großen. Oh Gott, nein. Das funktioniert nicht. Oh nein. Der blockt ja nur da drüben. Ich dödel. Kann ich das mit der... Moment mal. Ich muss die Kugel mitnehmen. Oh no. Und das war fail. Oh no, ich muss ja die Kugel darüber schaffen. Kann ich da nicht einfach rüber jeden?
Nein, lauf schneller, nein. Wie mache ich denn das jetzt? Wenn ich die ablege, dann ist er weg, oder? Nee. Kann ich das mit der Kiste blocken vielleicht? Weil die Kiste als Kugelersatz funktioniert nicht, das kann ich vergessen. Und vielleicht kann ich damit die Stradis blocken. Ist nur die Frage, wie will ich das machen? Weil die Kiste hält es auf keinen Fall. Runter, das kann ich vergessen. Und da reicht es auch nicht. Der da macht das Problem, nicht die anderen. Kann ich das irgendwie blockieren? Ich weiß es nicht. Wenn ich irgendwie die Richtung von dem Ding ändern könnte, das wäre was. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, oder? Also von der Bahn meine ich. Stell mal dich mal da drauf. Nicht das, indem ich da drauf schieße, vielleicht an ihn? Nee. Oh Gott, nein. Kann ich das werfen? Nein, das funktioniert nicht. Ja, ich komme da auch nicht durchgekrochen. Das ist. Was mache ich? Ich krieg ja nichts hin, wo ich das blocken kann. Das ist einfach nicht machbar. Ich check's gerade nicht. Na, jetzt warten wir da. Ich muss das schauen. Weil ich habe ja in den anderen Räumen auch nichts gehabt, wo ich mitnehmen kann, oder? Na doch. Nee. Ich check's gerade ernsthaft nicht. Notfalls muss ich hier abbrechen, weil das hat keinen Sinn. Was ich natürlich versuchen könnte, ist mit antistatisch oder Räuchert. Weil die Dinger kann ich nicht beeinflussen, oder? Nicht mal mit meinem Stasis-Modul, oder? Nö. Doch, kann ich. What? Wie, ich kann das beeinflussen? Jetzt muss ich kurz warten. Wieso nehme ich denn gerade konstant Schaden? Was ist denn jetzt kaputt? Und jetzt schon durch. Okay, es war so simpel und ich hab's. Gott. Warum habe ich nicht gleich geschaut, ob das funktioniert? Oh Mann. Dampfe verzeihen mir und alle anderen natürlich auch. Ich dachte, es wäre irgendwie komplizierter, als es eigentlich war. Hier ist irgendwo eine Truhe, die ich nicht gefunden habe. Nee, Truhe habe ich. Alles gut. Yeah. Und wir kriegen ein weiteres Life. Nice. Ist es hier drin zu warm oder wo kam gerade der Schaden her, der so Schaden stufenweise kam?
Hätte ich irgendeinen Dot drauf? Richtig seltsam. Ist hier noch irgendwas? Sieht echt trostlos aus. Oh. Was seid denn ihr? Wie jetzt? Die können ohne Kopf weitermachen? Nee. Das sind Moblin-Knochen. Ich jetzt weiter. Muss ich nicht bei deinen Elektrobats, was die Dinge. Auf jeden Fall weiter. Wird schon wieder Nacht oder was? Oh. Oh no, jetzt habe ich es auch noch. Bleib drin. Ist nichts passiert. Kein Alarm geschlagen. Alles gut hier außen. Was brenni brenni? Das Feuer heiß. Wie sie da stehen und einfach nichts raffen. Ja, hi, guckst du mich an? Der ist wieder ins Feuer gelaufen. Gott, seid ihr Trottel. Wo ist der andere hin? Da war noch einer. Der ist unter mir. Ach, der legt sich jetzt erstmal schlafen, nachdem seine ganzen Gefährten verbrannt sind. Kann man mal machen, würde ich sagen. Na komm, du bist so müde. Ich sehe es dir doch an. Das lief ja heute nicht so gut. Aber die haben endlich mal wieder gescheite Waffen, die Gegner. Knochenmockkeule? Die hat sich gut an. Das waren zwei Hände, oder? Sicher wieder nur irgendwelche Edelsteine drin, oder? Oh, ein Ritterschild. Ich tatsächlich mal was Gutes bekommen. So, sind hier irgendwo noch Pfeile runtergefallen. Nur prügeln. Ja, schaut nicht gut aus. Ja, ich habe das Gefühl, hier wird es tagsüber richtig heiß und dann kriegt er richtige Probleme. Postlibelle? Wow. Oh Gott, hat mich das jetzt erschreckt. Jesus. Hört doch auf, mich so zu schocken, ihr Affen.
Und wenn ich am Schild fallen lassen, wo ist es hin? Oder habe ich es schon wieder aufgehoben? Ne, ich hab's schon wieder. Das hat mich jetzt echt erschreckt, diese kleinen Mistviecher. Ja, ich hab dich schon gesehen. Mr. Exalfos. Bin ich hier überhaupt? Mal wieder absolut unspezifizierte Erkundungstour hier. Gelbes Schleimgelee. Lecker, lecker. Da ist schon wieder so ein Exalfos. Hat man denen irgendwann mal gesagt, dass sie extrem schlecht in der Tarnung sind? Und dann fällt er auch noch runter wie so ein Stein. Was ist denn das hier für ein Pass? Wo bin ich überhaupt? Okay. Es wird auf jeden Fall wärmer, habe ich das Gefühl. Auch von der Anzeige her. Wieder einer. Die sind aber anders, oder? Ja, die sind anders. Die sind definitiv anders als die anderen. Ich habe auch gerade eine Schrottwaffe an, merke ich. Ach, das sind Elektrotypen. Elektrodudis. Jetzt hab ich sie neben geworfen. Nein, er hat ihn geblockt. Wie kannst du nur? Stecken bleibt, wenn ihr irgendwas benutzt, hier Affen. Affen ist scheinbar im Moment meine Lieblingsbeleidigung. Ist wenigstens schön harmlos. Skyfoss Schwanz gelb. Ist eine Tatsache andere. Okay. Andere Rasse. Ach, das ist ein Bummi. Den Trio-Bumi nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist nämlich besser als mein normaler Bumi. Ich glaube, den anderen nehme ich aber noch. Dann brauche ich das weg. Ja. Und bleib beim Trio-Bumi. Also jetzt habe ich auch noch stärkere Echsen hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo bin ich hier? Jetzt wird's warm. Wahrscheinlich verbrennt er jetzt. Bin ich hier überhaupt? Wolfi! Lass mich auf dir reiten! Okay, die machen einem gar nichts. Finde ich cool. Oder? Ja, irgendwas ist jetzt böse auf mich. Du nicht, oder? Du bist brav. Die Musik sagt mir irgendwie was anderes. Ist doch nur ein lieber Wolf, der macht nur nichts. Okay, da hinten ist irgendwie ein Sandsturm oder so. Der wollte mich doch gerade angreifen, wo ich mich umgedreht habe. Böser Wolf. Geht gar nicht. Bin ich denn hier? Okay, das ist wieder so ein Feuertyp. Der hat seine Time of Life. Was ich denn jetzt hin? Feuerdude, sag mir mal, wo ich lang muss. Ich misch hier nicht aus. Das ist doch das, wo ich einen Schrein gemacht habe. Also muss ich da hinten rum.
Den Feuertypen ignoriere ich mal, falls er mich nicht bemerkt. Aber der bemerkt mich definitiv. Oh nee. Er hat zu viel zu tun, am Himmel rumzurennen. Oh, da ist ein Bockblend, den kann man runterstoßen. Okay. Ist das eine Truhe? Ja. Aber es ist doch nett, da haben sie extra was für mich aufgespannt. Was bewachst du da eigentlich? Du siehst doch da unten sowieso nichts. Ja, da lohnt sich's nicht lang zu gehen. Ich würde gerne wissen, was da unten an der Leiter ist. Da geht nur der komische Weg weg. Nee, muss jetzt nicht lang. Es muss jetzt nicht sein. Da gehe ich lieber den Weg hier nochmal weiter. Na, den lasse ich so einen Spaß haben. Solange mir nichts tut. Na, Wolfies. Warte. Der letzte wollte mich auch angreifen. Das ist schon wieder so ein Ding. Ja, Wolf, jetzt hast du gemerkt, ich bin keine Beute. Ich bin der Jäger. Hättest du schneller merken gemusst. Ich würde gerne mal die Backlore von den Dingern wissen. Warum die in Bäume rumtanzen. Oder bestimmte Stellen. Ganz schön trostlose Gegend hier. Was? Sag mir nicht, da oben wirft jetzt irgendwas Steine auf mich. Wie leer und trostlos. Ja, du wolltest, ich brauch Fleisch. Tut mir leid. Luxuswild, okay? Wolf töten lohnt sich doch. Entschuldigung, dass ich Wölfe töte, aber ich muss Prioritäten setzen und die liegen leider bei Nahrung. Weh, da kommt jetzt wieder irgendeine Aktion, die nicht. Oh. War jetzt weird. Violetter Rubin. Wieder ein Bockblend. Und wieder Echsen. Sind es wieder diese gelben? Das Metalldinger? Stopp. Das sind Metallsteine, oder? Schaut mal, was ich da hab. Gott. Nein, es ist abgebrochen. Dunkle Echse macht mir ein bisschen Sorgen. Was bist du denn? Ich würde vielleicht mal was essen. Ich habe wieder keine Waffe in der Hand. Immer dieser waffenlose Kampf bei mir. Wow, what? Geh auf Distanz, geh auf Distanz, aber schnell. Die one-shotten dich.
Rekord. Das war eine gute Idee mit dem Metallding, weil die schrotten mich ohne. What the fuck? Also ist der Dunkle nicht so gefährlich wie. Oh Mann. Ist mir jetzt egal. Einer weniger. Veranstaltet denn ihr da für eine Aktion? Zerquetscht. Nice. Und an den schleiche ich mich an. Die haben jetzt eindeutig viel zu viel Life. What the fuck? Ich weiß schon, warum die Metalldinger hier liegen. Also ich an deiner Stelle wäre nicht in Partystimmung, deine ganzen Kumpels sind tot. Die hat 45 Schaden, das reicht schon, um den zu one-shotten. Eklige Gegner. Die haben extrem viel Life. Es ist auch cool, dass ich die zerquetschen kann. Okay, starker Exalbo. Es ist immerhin ein bisschen. Naja, hat funktioniert. Das ist was zählt. Butterbogen. Ich kann jetzt mal die ganzen Schrottbogen wegwerfen, weil die Dinger haben definitiv bessere Bögen als ich. Auch der, der da am Boden liegt, ist wahrscheinlich besser. So. Was hat er denn? Ja, deutlich besser. Ist auf jeden Fall der Turm, da will ich auf jeden Fall hin. Irgendwie. Am besten ohne zu sterben. Also scheinbar darf ich hier hochklettern. Danke, Bockblanz. Aber das habt ihr sicher nicht gebaut. Dafür seid ihr ein bisschen zu trottelig, glaube ich. Naja, aber Temperatur steigt jetzt noch nicht bedenklich an. Ist eigentlich alles noch aushaltbar. Da so einfach hochklettern, ja. Okay, der tanzt wieder rum. Na, der lässt mich jetzt ziemlich kalt, weil ich will da hoch. Ja, kann der da ruhig runter tanzen. Unser kleiner Freund. Ich könnte natürlich auch meine Kletterkleidung anhaben. Dann geht's ein bisschen schneller. Zwar nicht viel schneller, aber ein bisschen. Wenn man die. Oh nein, das ist ein Gegner. Das ist definitiv ein Gegner.
Oder? Das ist kein Ding. Oh nein, 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 nein! Oh Mann, kurz vorm Ende nochmal verrecken, das wär's jetzt. Der lebt definitiv noch. Hab ich denn meinen Bogen fallen lassen? Du blöder! Rache tut gut. Speicher, Mann. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge, weil ich habe irgendwie die Befürchtung, dieses Stein-Dings da könnte mich angreifen. Ich teste jetzt mal noch schnell. Ah ne, das ist ein Krog. Okay, ich dachte nämlich schon, das wäre wieder so ein Felsgebilde, wo mich angreift. Weil es sieht schon ähnlich aus. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.